Schön. Jetzt noch ein Schocksound laut. Ja, genau, das wäre toll für euch, ne? Wenn ihr jetzt einen Schocksound aktivieren könntet. Wow! Uiuiui. Heftig. Das Spiel hört deinen Sound. Wie das Spiel hört meinen Sound. Was meinst du damit, Stu? Knie. Kann ich nicht Lex. Wieso höre ich sie immer noch atmen? Irgendwo ein Hund? Kein Hund. Diese Kinder, ne? Moventi, Akane, vielen lieben Dank für dein neunmonatiges Sub. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Dankeschön. 9 Monate. Ich bin zur Welt gekommen. Ja, die 9 Monate musst du jetzt, glaube ich, noch abwarten. Dann kommst du zur Welt. Wenn du laut bist, bist du offensichtlich für die Kinder. Klar, wenn der kleine Momo halt laut ist, dann sieht man die Kinder. Kinder musst du mit dem Hammer zerschlagen. Nein. 1, 2, der Hammer kommt vorbei. 3, 4. Bin auch schon hier. Du streamst jetzt in letzter Zeit aber oft, Tanne. Ja, aber auch nur zufällig. Eigentlich waren es immer nur 2-mal die Woche geplant und jetzt wollten wir halt Little Meitner unbedingt auch noch spielen. Wir haben ja parallel The Medium angefangen und das wollte ich halt nicht unterbrechen. Deswegen gibt es jetzt einen 3-tägigen Stream. Also 3-mal in der Woche. Scheiße. Okay. Das ist schwierig. Das kriegen wir aber hin. Ich muss, glaube ich, nach links gehen. Na, komm, komm. Nee, noch nicht. Stonehammer, du meinst wirklich, wenn ich laut bin, geht das, also wenn ich hier laut bin am Mikrofon, das geht ins Spiel über? Habe ich doch nicht gehört von den Namen mehr. Aber wäre eine coole Idee. Strenge Erziehung. Ja, die Kinder müssen mal streng erzogen werden. Warte. Ich kenne mich doch. Aber ich denke, hier kann ich doch bestimmt die Schränke aufmachen. Anscheinend nicht. Hui, ich mache meinen Freund den Hammer wieder mit. Von der Art mit der Novelle und dem asiatischen Inselsetting und etwas ausgewaltigen Gameplay. Okay. Stutenheimer, du, ich habe ja auch nichts dagegen gesagt, das kann ja vielleicht sein, aber ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, höre ich das erste Mal von und kann auch wirklich so sein, also mal gucken. Ich sehe es schon kommen. Ich muss hier runterlaufen und dann muss ich die ganzen Kittes töten. Na komm. Na komm. Hau dich. Ich habe meinen Freund den Hammer. Ich schaff das. Ich sehe dich. Ich sehe dich auch. Nein. Nein, zu früh geschlagen. Mist, ich habe zu früh geschlagen. Hallo Smark, schön, dass du da bist. Dein Spielsound ist zu laut.
Ist der Spielsound zu laut, Leute? Ist euch das zu laut? Soll ich das jetzt? Also ich habe ja nichts umgestellt, das ist so wie letztes Mal. Na, kommst du? Nein! Ich schlag mal zu früh. Du findest okay? Okay. Gut. Also ich habe ja nichts anderes irgendwie umgestellt eigentlich. So wie letzte Woche. Okay, und jetzt konzentrieren wir uns mal hier, die Kittys zu hauen und nicht andersrum. Kitty, komm. Nein! Ich darf nicht zu früh hauen. Ich darf einfach nicht zu früh hauen. Gott, eine spannende Geschichte hier. Na? Also ich finde die Szene echt lustig. Ja. Hui. Wann streame ich immer? Sonntags um 20 Uhr, da spielen wir zurzeit zum Medium. Ein sehr, sehr gruseliges Gruselspiel. Ist aber und Dienstag spielen wir mit Kami, Katrin und Dori zusammen. Immer unsere Takado-Runde. Zurzeit Grounded, aber auch öfters mal was anderes, was man zu mehr spielen kann. Und ausnahmsweise jetzt jeden Donnerstag auch, wenn wir bis wir Little Nightmare durch haben. Ja, das sind also Sonntag und Dienstag, kannst du dir merken. Dopsa! Vielen lieben Dank auch dir für dein 9-monatiges Sub und für deine Unterstützung. Dankeschön! Ich schaff das. Oh, dankeschön. Danke dir. Danke, danke. So. Versuch Nummer 10.000. Kinderköpfe zerstören. Komm. Gut, da muss ich gleich drücken. Das ist schon krass. Oh. Jetzt auch ahnen können. Ich glaube an dich. Danke, Cray. Dein 9-Monats-Bruder, genau. Oh, cool. Ich muss nur von hier starten. Sehr schön. Können wir doch mal gucken, ob wir irgendwas hier noch vergessen haben? Ich will alle Hüte. Aber die Krieg gibt es ja wahrscheinlich. Hier gibt es keine Hüte. Nee. Okay. Warum haben wir nicht so ein Zeichen vor dem Namen? Meinst du mein Bäumchenzeichen? Oder dieses blaue? Ich glaube, diese blaue Krone ist, weil sie... also du kannst mich ja abonnieren, Larissa. Und wenn du das erste Mal abonnierst, dann kriegst du so einen kleinen Setzling. Und desto weiter öfterst du hintereinander abonnierst, ändert sich die Figur. Guck mal, Arcade zum Beispiel. Oder wer denn noch? Ich sehe gerade nur Arcade. Sorry, Leute. Der hat zum Beispiel, ich glaube, das ist schon eine Silberntanne vor dem Namen. Und die Krone ist, glaube ich, weil er halt Amazon Prime-Mitglied ist. Du kannst nämlich, wenn du Amazon Prime-Mitglied bist, kannst du das mit Twitch verknüpfen. Und hast du jeden Monat einen Sub kostenlos, den du an deinen Streamer deiner Wahl verschenken kannst. Genau. Piep. Wieso, Zwentle? War das richtig erklärt, Leute? Habe ich das so richtig erklärt? So jetzt. Okay. Ja, Stubenheimer Abos kosten Geld, das ist ganz klar. Dafür kriegst du ja hier kostenlosen Content, außer dass du vorweg wahrscheinlich eine kleine Werbung gesehen hast. Siehst du stundenlang kostenlos jemanden beim Spielen zu und hast Unterhaltung. Wenn du Fernsehen guckst, deine Eltern zahlen da ja wahrscheinlich auch für Fernsehen und da hast du ja auch ganz viel Werbung. Und wie gesagt, wenn du
Oder wenn jemand, weiß nicht, wenn du ein Amazon Prime-Konto hast, vielleicht auch deine Eltern, dann kannst du das mit deinem Twitch-Account verknüpfen. Das kostet nichts. Und dann hast du jeden Monat ein kostenloses Abo, was du verschenken kannst an deinen Streamer der Wahl. Und genau, und durch die Abos unterstützt ihr mich und ich kann mein Setup hier weiter ausbauen und ich kann auch Gewinnspiele machen. Genau, so läuft das. Nein! Ja, was hatten wir letztes Mal für ein Gewinnspiel? Boah, Alter, ihr tut meiner Freundin noch weh, ey. Ich mach euch echt fertig. Nein, okay. Ich mach euch in der nächsten Runde fertig. Ist okay, ne? Also. Ist bestimmt noch so einer. Oder? Nee. Macht das ein anderes Geräusch, wenn ich hier rüber gehe? Nee, schade. Ach, warte, ich weiß, was ich machen muss. Ich würde dich gerne abonnieren, aber ich darf nicht. Ach, Larissa, alles gut. Mach dir da keinen Kopf. Mach dir da wirklich keinen Kopf. Ist alles in Ordnung. Hauptsache, dir gefällt es hier. Ich freue mich. Wie gesagt, Folgen ist ja kostenlos. Hast du, glaube ich, ja schon gemacht. Und alles gut. Ich mache euch fertig. Oder halt eben nicht. Ja, genau. Wie nennst du deine Freundin? Die Freundin, die da oben hängt? Ich weiß es noch nicht. Das ist mal meine Freundin. Geht's dir gut? Hey, ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich hab dich gerettet. Wie geht's dir? Hast du dir wehgetan? Bist du verletzt? Sie ist ganz schwach. Vielleicht Barbara? Nein. Ich nenne sie nicht Barbara. Das ist meine Freundin. Hilfst du mir? Nein, Gray. Wenn du spoilerst, dann bist du böse. Das ist richtig fies. Nicht spoilern. Das würde mich richtig traurig machen. Das ist schon bei den DLCs einmal passiert, dass jemand mich gespoilert hat. Tamara wegen Tanne, nein. Das ist cool, Stutenheim, aber pst. Nichts spoilern, bitte. Das macht mich echt traurig, weil ich möchte mich nicht spoilern bei dem Spiel. Keiner soll spoilern hier, bitte. Wenn ich Hilfe brauche, frage ich euch, ganz klar. Aber nicht spoilern. Oh Gott, ein Klavier. Das ist für Bücher. Wieso geht das Fenster zu? Spoiler, finde ich sehr gut. Was? Errungenschaft freigeschaltet. Monotöne. Ja, ich habe Monotöne gemacht. Steht hier Monotöne. Autsch.
Ich weiß, ich sehe die Kurbel, aber ich will natürlich gucken, ob ich hier irgendwas noch liegen habe. Kein bisschen auffällig. Nein, es war doch voll leise und voll melo. So richtig schön melodisch und so. Ich weiß gar nicht, was du hast. Guten Abend, Sam. Schön, dass du da bist. Na, blöd. Ja, ich kann Klavier spielen. Das kann auch nicht jeder. So, ich glaube, wir müssen das hier drehen. Kleine Mono. Oder der kleine Mono. Die oder der? Wir wissen es ja noch nicht. Diese guckt. Kann natürlich ganz alleine. Finde ich sehr gut. Hüpf. Aristocats lässt grüßen. Ja, ganz ehrlich, meine Melodie war eben schön leise. Also das war laut. Nicht ich war laut, das war laut. I, was macht ihr da mit dem Frosch? Da ist die Rohrzange, okay. Die pst, leise Tanne ist weg, so die noch. Nix und mehr. Ist aber sehr laut. Ja, so ein Klavier ist ja auch runtergefallen, ne? Ach, die will den Frosch aufziehen. Okay, kann ich verstehen. Unsere Freundin ist ja klug, guck mal. Sehr gut, danke schön. Das war ja mal richtig geil. Froschrago! Der arme Frosch. Das war Frosch. Ist das eine Froschmütze? Sag mir nicht, dass es eine Froschmütze ist. Nee, schade. Das war Froschrago. Ich möchte das Ding gerne mitnehmen. Ich kann das dann nicht ablegen. Das ist ja klug, Spielemacher. Wer war das eben, der nicht abonnieren durfte? Wer war das nochmal? Könnt ihr mal hochscrollen und gucken, wer das war? Ich glaube, das war Larissa, ne? Ich nehme den jetzt einfach mal mit. Man weiß ja nie. Ich wusste es. Ach, Sam, du bist ja lieb. Das ist ja lieb von dir, Sam. Vielen Dank für dein geschenktes Sub an Larissa. Larissa, dir viel Spaß mit meinen Emotes. Jetzt hast du einen Monat lang meine Emotes und kannst damit rum spammen. Genau. Viel Spaß damit, Larissa. Guck, jetzt hast du vor deinem Namen ein kleines Blättlein. Stunheimer. Also nach einem Sub bitten, nur weil jemand anders eins geschenkt bekommen hat, finde ich so ein bisschen unhöflich. Das macht man nicht. Ne? Also, klar, ich kann verstehen, dass du auch ein Sub willst, aber ja, kann sich auch freuen für Larissa, dass sie jetzt ein Sub hat.
Und du wirst vielleicht auch irgendwann mal ein Zapp geschenkt bekommen. Larissa, jetzt will ich auch ganz, das will, jetzt will ich meine Emotes sehen bei dir, ne? Also nutze die Emotes, die du jetzt hast. Und es tut mir leid, ich meine, das ist auch nicht böse, aber, ne? Spielt schon jemand irgendwie Klavier. Genau, Larissa. Spaß. Und danke dir nochmal, Sam. Du bist voll lieb. Und somit auch danke für die Unterstützung. Damit hat Sam dir ein Abo bezahlt und unterstützt mich damit. Voll lieb und so. Aber Larissa, das waren doch nicht alle Emotes, oder? Klavier, das ist ja gruselig. Kommst du? Auch nur meine Abos, weil keine dieser Streamerinnen wisst ihr, wenn ihr meinen Content schaut, dann gebt mir auch euer Geld. Erst heute ein YouTube-Band über solche Leute gesehen. Ach krass, solche Leute gibt es, die wirklich. Wenn ich jetzt sagen würde, ey, ihr schaut mein Scheiß hier, also ihr schaut meine Streams, also gebt mir auch euer Geld. Das ist normal? Sowas ist normal? Krass. Der das spielt, kann das aber nicht schön wie du vorhin. Nee, ich finde auch, der kann überhaupt nicht spielen. Ich habe das vorhin ein. Der hat vorhin einfach voll, ne? Kann Sub-Only-Chat machen. Ja, stimmt. Genau, ich hatte halt. Genau, ich hatte. Man kann halt, okay, als Streamer kann man sagen, halt so Sub-Only. Also, dass also man das nur Subs in meinem Stream, im Chat schreiben können. Ich finde das nicht gut. Also man kann mal so eine Aktion machen. Für einmal im Monat gibt es einen Extra-Stream nur für Abonnenten. Das kann man machen. So einen besonderen Stream oder so. Aber ich würde das nicht durchgehend machen. Da hatte ich keinen Lust drauf. Ja, so nach dem Motto, wenn ihr Zeit habt, auf Twitch zu sein, habt ihr auch 10 Euro übrig. Sagen die zum Beispiel 10 Euro sogar. Die fordern sogar 10 Euro, den 10-Euro-Sub. Das ist ja krass. Hammer. Also, finde ich nicht schön. Jeder muss wissen, wie er es selber macht. Aber. Ronny Substream würde ich nie anraten. Nee, würde ich auch nicht machen. Also, wie gesagt, man kann vielleicht mal so ein Special-Stream machen für Only-Chat, Subs, Only-Sub und so, aber eigentlich finde ich das auch nicht gut. Kami, hallo! Ich habe nichts gegen bekannte Streamer wie Gronkh, Pan oder auch Lara Loft, aber bei denen geht man im Chat zum Beispiel komplett unter. Ja, Sam, das stimmt. Bei Gronkh komme ich auch nicht durch. Und ist ja auch nicht schlimm, weil die haben ja die Größe. Und die Tanne liebt alle ihre Bäumchen. Ja, ihr seid meine Bäumchen. Voll schön. Aber Kami, schön, dass du zuguckst. Ja, bei Taddle auch, klar. Das ist schon krass. So. Was ich auch schön finde, dieses Spiel, dass wirklich darauf geachtet wird, dass die Füße, die Patschefüßchen auf den Stufen sind, wenn man hochgeht. So, zurück zum Spiel. Das hat für Leute, die gerne zuschauen, aber sich vielleicht kein Abo leisten können, einen faden Beigeschmack. Ja, Kami, ich weiß, ich weiß. Ich habe sowas ja auch nie gemacht. Hab davon nur mal gehört, dass man das vielleicht so variieren könnte mal, aber ich bin jetzt noch nicht auf den Gedanken gekommen, das zu machen.
Genau, das kann auch nicht jeder abonnieren. Ich kenne das ja auch. Man hat das halt nicht finanziell. Ich glaube, wir müssen da oben hin, ne? Ja. Ja, gleich. Ich denke mal, wenn er aufhört zu spielen, hat er uns gehört. Ach, sie klettert da jetzt hoch, ne? Ja, aber du kannst auch da hochklettern. Guck mal. Hier. Ah, die. Okay, die Kiste ist im Weg. Ich verstehe. Oh, aber wenn er aufhört zu spielen, dann geht er hört uns. Schrecklich. Da macht es ja viel mehr Spaß, wie zum Beispiel hier die beide Tanne oder auch gestern bei Ginny Prinzel zu rätseln. Ja, Ginny ist auch cool. Oder bei der Kami. Ganz genau. Ist ja auch gar nicht laut. Ach, Larissa, ich freue mich. So Spaß das mit dem Witz. Ich bin so voll, hab heute meinen Reiskocher eingeholt. Krass, Arcade, lass mich raten. Du hast zu viel Reis gekocht. Stimmt, wenn das Klavier eben nicht gehört hat, dann hört er auch nicht. Hast du recht. Where? In der Klappe. Stimmt, hier ist gerade so ein bisschen buggy, ne? Das ist echt ein bisschen schade. Sehe ich gerade. Ich schwimme durch das Stahlrohr. Wieso? Was macht die hier? Die war doch eben doch da. Genosse. Lass mich lügen. Erraten. Nur bewegen, wenn sie spielt. Und hört sie uns. Ist auch ein sehr schmaler Lüftungsschacht, also der ist wirklich nur für die Kinder ausgebaut. Und zu Weihnachten einen Bauern Multiquick 9 gegönnt und ich liebe dieses Teil. Ach krass. Okay. Ach du Scheiße, okay. Davor. Oh nein, ich muss den mitnehmen, kann das sein? Ich komme.
Nee, habe ich recht, habe ich muss das Ding mitnehmen. Thank you.